Jetzt geht's wieder in den Zug oder was? Oh, tatsächlich. Weißt du, was ironisch ist? Eigentlich hat der Angriff der Terroristen die Entwicklung der VR-neuralen Netzwerkinitiative beschleunigt. Ohne die Angst vor Angriffen wie diesem hätten wir wahrscheinlich nicht mal das Cybersoldatenprogramm. Augenblick. Es ist 7:25. Du hast etwa 5 Minuten. Du warst schon mal hier, Neuling. Mal sehen, ob du die Geschichte ändern kannst. Alle Roboter sollten als feindlich gesehen werden. Glaub mir. Sie sehen dich. Ja, ich versuch's. Niederschlag ist eine weitere Cyberfähigkeit von dir. Probier sie mal bei diesen Bots aus. Achte auf deine Flanke. Sie kommen durch die Fenster. Schöner Niederschlag. Direkt ins Schwung. Ja, das ist doch mal ein Niederschlag, ey. Ey, ich baller hier rum und die sitzen einfach weiter in dem, in ihren Sitzen. Als ob nichts wäre. Ich wäre schon längst weggelaufen. Na, was spielst du? Angry Birds? Du regst mich auf! Und du spielst Flappy Bird oder was? Wie denn? Hast du gesehen, wie das die Schildkerle umgehauen hat? Ist hier noch jemand? Ja. Lad schneller, du Arsch. Na, scheiße. Brücke weiter vor. Fast beim Sprengplatz angekommen. Weg. Ist ja wirklich so wie beim Terminator-Angriff, ey. Schnauze. An dem Ding ist eine Bombe. Wenn ich es hacke, wegschaffe oder den Waggon losmache, wird es hochgehen. Das ist zu viel! Selbst mit einem Computer im Kopf, die Zeit reicht nicht! Das ist eigentlich ganz einfach. Moment. Das ist eine Magnetbahn. Wenn ich für diesen Waggon die Polarität umkehre.
ist es nicht auffallen, wohl nicht geschafft. Zug verschwinden können. Schon muss ich gleich nochmal ran. Die KI kann dir alle Optionen zeigen. Aber nur du kannst entscheiden, zu welchem Opfer du bereit bist. Manchmal muss man einfach loslassen. Taylor, wie geht's dem Patienten? Den Umständen entsprechend. Ich erwarte mehr. Das ist doch wohl klar. Willkommen zurück. Du wirst für die OP vorbereitet. Alles wird gut. Hendrix wurde bei der Mission nicht mal verletzt. Ist das jetzt wieder die Wirklichkeit? Weil ich komme gar nicht mehr klar. Daumen hoch, ey. Ihr könnt auch einen Daumen hoch unter dieses Video setzen und mich abonnieren. Und bei Facebook gefällt mir klicken. Kommentare schreiben, was ihr wollt. Das wird schon. Wie ich schon sagte, zu diesem Zeitpunkt haben wir dazu nichts weiter zu sagen. Wir suchen weiter nach diplomatischen Verhandlungsmöglichkeiten. Das WA leugnet, Truppen in die Region geschickt zu haben und beharrt auf der Suche nach einer diplomatischen Lösung dieser Pattsituation. Wir stimmen uns mit unseren Verbündeten ab, um an allen erforderlichen Stellen taktische Hilfestellung zu leisten. Wie lange machen wir das jetzt, Hendrix? 5 Jahre, grob geschätzt. Könnte hinkommen. Denkst du je an das nächste Ziel? Nope. Du kennst mich. Ich lass mich bloß treiben. So, das war's mit der Mission, meinte ich, ja, das war so das Tutorial zu meinem Exo-Anzug auch ein bisschen, damit ich dann später weiß, was ich machen muss oder drücken muss. Meine Auszeichnung, oh Mann, Leistung. Okay, dann machen wir mal einfach weiter, wir haben noch ein bisschen. Hendrix, wo sind wir nochmal? Singapur. Einer meiner Lieblingsorte. Abgesehen von denen, die ich tatsächlich mag. Wir haben einen Termin mit unserem neuen Verbindungsoffizier. In der Quarantänezone. Ach ja, das ist eine CIA-Operation. Ja, hier können wir uns die Waffen jetzt aussuchen. Ich nehme die. Eine CIA-Geheimstation reagiert nicht. Sie wurde nach dem Singapur-Desaster eingesetzt und sollte die Operation vor Ort überwachen. Seit die Mauer hochgezogen wurde und die Behörden nicht mehr evakuieren, wird der Ort so ziemlich vom dortigen Verbrechersyndikat regiert, den 54 Immortals. Also, was hast du von der CIA? Das Datenpaket erzählt die ganze traurige Geschichte. Eine Explosion in der alten Koalessenzanlage forderte 300.000 Toppen. Also der Anfang war schon ein bisschen kompliziert. Also was ist hier so wichtig, dass die CIA ausgerechnet uns hinschickt? Die Immortals haben Verbindungen zur CDP und deren Verbündeten. Meist Waffen und Technikschmuggel. Kein Wunder, dass sie besorgt sind. Jetzt kommen wir ins Spiel. Singapur, oh Tag 0. Ich kann dir gar nicht sagen, wie gut das schmeckt. Nach dem ganzen Scheiß Fertigfraß schmeckt das nur himmlisch. Du könntest dir doch einen Mod holen, der alles gut schmecken lässt. Ja, du kaust an dem Mars 3 Tage, ey. Denn dann so wie ich du isst, ja, schmeiß weg. Kostet ja nichts. Was für eine Knarre. Okay, dann auf ans Werk. Boah. Grafik sieht so gut aus, ich kann's nur mehrmals sagen. Sumpf. Können wir richtig gehen froh sein über unser ach so wichtiges Mandat. Wenn der mit voller Kraft hier ankommt, haben wir es mit einem waschechten Orkan zu tun. Hier, nimm. Nicht, dass du noch weggeweht wirst.
Kane, wir stören die Kommunikationssysteme der 54 Immortals. Verstanden. Und los geht's. Ihr müsst leider unterwegs einen kleinen Zwischenstopp machen. Die Immortals sind schon in der Geheimstation. Sie machen eine Ladung an den Docks Transport fertig. Rachel Kane. Wieso greifen die Immortals ein Elendsviertel an? Da muss was sein, das sie haben wollen. Wenn sensible Daten in die Hände der CDP fallen, könnte das dem Winslow-Abkommen immens schaden. Kommst du mal? Ich gehe immer zu schnell. Verstanden. Sind auf dem Weg. Aktivität voraus. Bleib unten. Bitte Untertitel einblenden. Streiten sie sich um die Fernbedienung für einen Fernseher, den es gar nicht mehr gibt. Die Immortals handeln sehr profitabel mit Menschenfleisch. Sie verkaufen Menschen für jeden erdenklichen Zweck. Deshalb der Angriff auf das Elendsviertel. Was legen Sie ihm da an? Mit dem Halsband können Sie nicht weglaufen. Macht's bumm oder was? Wow, wow, Hendrix. Nicht die Mission. Hier können wir nichts tun. Ach du Scheiße. Wir müssen in Deckung gehen. Los. Achtung, ein Kampfwagen kommt. In Deckung. Köpfe einziehen. Werfen eine Granate. Feinde im Gebäude. Zweiter Stock. Ihr Schweine. Ausschalten, schnell. Nimm den Schwarmwerfer. Alter, so geht's nicht. Jetzt werde ich wütend. Na, friss das, ihr Penner. Alter, was ist das? Was für ein Schwarmwerfer? Ich habe keinen Schwarmwerfer. Ich habe nur die Scheiße. Es wird mir hier zu wund. Bin dabei. War ich auf einmal umzingelt. Das wird die erste Todesserie, glaube ich. Ausschalten,
Wie machst du den Schwarmwerfer? Ich versteh's nicht. Endlich! Noch Muni! Wo ist hier die Muni-Kiste? Alles sicher. Das war ein verdammt harter Bursche. Daran zweifle ich nicht. Die Mortals kommen da draußen an quasi jede Waffe und Ausrüstung dran. Der Supersturm wird immer verheerender. Je höher wir kommen, verziehe gleich den Bolzentreiber und halte dich gut fest. Der Wind nimmt zu. Setze den Bolzentreiber ein. Bolzentreiber, jetzt! Ja. Grünes Licht für den Drohnenangriff. Aktiviert. Angriff. Negativ. Der Supersturm ist zu stark. Kommen sogar die Boote geflogen. Wird der hier noch ein Tsunami oder was?